Tackle Mist. Tackle Mist bei 95%. Das gibt es nicht. So, willkommen zu einem weiteren Part Toromon. Ich habe es jetzt mal so aufgelistet, dass ihr hier rechts die Liste seht. Und wie ihr vielleicht seht, habe ich die ein bisschen erweitert, weil ich hier ein bisschen trainiert habe, wie ihr gleich sehen werdet. Habe ich hier einen Nintendo Player auf Level 8 und der kann jetzt Feuer. Und wie man sieht, das sind die nicht sehr effektiven Sachen. Ich scroll mal schnell auf zu den sehr effektiven. Feuer auf Beast war sehr effektiv, habe ich herausgefunden. Von dem her, ja, ist der Gegner schnell mal weg. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. So, und dann Player Level 9. Dann leveln wir noch Yoshi ein bisschen. Dann kommt der auch noch Level 9, auch wenn das jetzt vielleicht ein ungünstiger Gegner ist. Wind, das ist sehr effektiv, wissen wir ja. Machen wir einen Donnerschock. So, habe ich eigentlich alle mit, die ich haben will. Ja, ja, sieht gut aus. Zu schnell können wir denn nicht. Dann machen wir den Doppelkampf gleich hier. Ja. Das Blöde ist, ich sehe am Gegner jetzt nicht, was der für ein Typ hat. Gute Frage, ich werde mal da mit Feuer angreifen und ich schätze mal, Bubble geht auf beide. Nee, leider nicht. Das war sehr effektiv. Das sieht man am Pflanzenvieh aus. Sind beides Pflanzen. Sehr schön. Ja, sich Hound aktivieren, damit ich da wenigstens noch ein bisschen Schaden raushau. Okay, vergessen wir das mit dem Schaden raushauen. Na okay, jetzt könnte es reichen. Ah, brauch schon, ne? Ja. Hätte ich einen Crit gebraucht. Ja, aber jetzt weg mit dir. Verliert. Du hast bestimmt Wasser. Werden wir gleich sehen. Hä? Das ist wahrscheinlich Wasserpflanze. Ziemlich wahrscheinlich. Es konnte gar eine Pflanzattacke und ja. Feuer war nicht sehr effektiv. Probieren wir mal Wind. Hört man? Okay. Paralysiert und stirb. Was auch immer du für ein Vieh warst. Will Benny change Puppets? No. Nochmal dasselbe. Ist das hier so eine Art Stuffcon oder wie? So eine Art verändertes Carpador. Carpador, was jetzt Härtner kann. Und irgendwie Pflanze ist auch noch. Probier mal Flug drauf. Auf jeden Fall, Rap ist nicht so effektiv. Ah ja, jetzt bin ich sehr gut. Ich bin mir mal festge. Der rappt mich hier die ganze Zeit fest. Dann kann ich natürlich nicht wechseln. Dann stirbst du halt so. Ich wollte ihn herausprobieren, was hart auf ihn wirkt, aber. Ja, du gibst mir eine Beere, danke schön. Du gibst mir auch zwei Beeren. Hopp. Die zwei hier auch. Und dann machen wir in diesem Part mal den ersten Arena-Leiter. Ja, ich weiß. Es hat schon etwas länger gedauert, bis wir uns den. Das war nicht ganz so, wie ich wollte. Orbs haben wir noch, sehen wir das irgendwo? 4, kaufen wir 10. Danke für den Premium Orb.
Brötchen brauche ich keine. Ich habe einen, der ziemlich viele findet. Ich habe einige davon sogar schon. Einfach rein durchs Trainieren. Kann ich mir jetzt den Schneider eigentlich jetzt schon holen oder muss ich erst nach dem Arena-Kampf? Okay, jetzt schon, okay. Ja, da mein Zerschn. Hat der Schneider hier einen Typ? Stier! Das gefällt mir natürlich nicht, wenn das keiner lernen kann. So, jetzt wird mal. Komm, gehst du da bitte rein? Es wird geguckt, ob irgendwer am PC das lernen kann. Sonst habe ich ein Riesenproblem. Gehe mal nicht davon aus, dass du wirst das probieren. Du wirst das probieren. Du probierst es auch. Ach, falsch. So, not able. Ich habe so wie es aussieht niemanden, der sehr schnell lernen kann. Du wirst es natürlich auch nicht lernen können. Und du bist dann die letzte Hoffnung. Ach komm, jetzt ab. LP Nico wird mitgenommen, LP Nico wird mitgenommen, LP Nico kann sehr schneller. Aus Gründen, die ich selbst nicht verstehe. Okay. Du kannst Schneider, du kommst mit. Du wirst. LP Nico wird trainiert, LP Nico lernt zu Schneider. Nee, LP Nico wird nicht trainiert, LP Nico wird einmal mitgenommen, weil es der Schneider kann. Also, ja, stimmt. Wir wollen ja. Gute Frage. Ich will auf jeden Fall Dex Gaming wieder drin haben. Statt Ballandor. Dann hätte ich aber auch sehr gern noch Siluna. Da werde ich dann noch einen Namen geben. Nintendo Player nehmen wir wieder mit. Statt ihr hier. Der wäre auch ein bisschen trainiert, um herauszufinden, worin sie gut ist. So. Dann musst du mal da ganz nach unten. Geheilt sind alle. Nee, natürlich nicht. So, dann gucken wir mal nach, welchen Typ der Arena hat. So. Speichern war Shift F5. Ja, genau. So, dann gucken wir mal, was hast du. Beast. Könnte das ziemlich leicht werden, wenn ich hier mit ja, Mario hier mal durchrushe. Mal, what the fuck? Nein, weil die sehr effektiv ist auf mich. Puh. So, habe ich noch irgendeinen, der eine Flying-Attacke kann? Du kannst keine Flying-Attacke. Du auch nicht. Was war noch sehr effektiv gegen Beast? Fire und Bubble, also ihr beiden hier. Du und Nintendo Player. Falsche Switch. Ha, ist sogar gleich ein Doppelkampf, habe ich mir doch was gedacht. So, dann. Bubble hier und Ember da. Bubble hier und Ember da. Das war ein Crit! Willst du mich verarschen? So, Quick Attack und Ember. Oh, Mudslap und Stomp. Eieiei, ich muss ja anscheinend doch noch ein bisschen trainieren.
Kommen wir doch noch nicht so weit wie gedacht. Ja. Komm. Ah, war klar. Oh, ich hab's überlebt mit schätzungsweise 1 KP. Ich dachte, ich bin hin. Ja, 1 KP, 1 KP. Fuck this shit, fuck this shit. So, Mudslap ist Earth. Als erster Earth, was auch Schaden macht. Frage ist dann nur gegen was. Schätz mal gegen Donner. Also gegen Wind, wollte ich sagen, nicht gegen Donner, gegen Wind. So. Dann rushen wir jetzt mit. Du warst wieder mit Feuer. Mit Nintendo Player dadurch. So, Shift F5. Probiert wird's. Wenn es nicht klappt, dann habe ich einen Selbstzweck. Dann weiß ich, dass ich einiges trainieren muss. Und, ja, wahrscheinlich. Go auf Mario. Ich kann das auch Quick Attack. Nein. Ich habe Quick Attack. Und es reicht nicht mal mit einem Crit. Ich kann es ja probieren. Wasser war auch sehr effektiv. Reicht es? Es reicht. Das müsste doch ein Level abgeben. Foresight? Was ist Foresight für ein Typ? Reason! Ja, machen wir mal einen ganz neuen Typ. So, Dex Gaming, erstmal ein Fake-Out. Für die Quote raushauen, dann probieren wir ihn zu verwirren. Dann hauen wir ein paar Wantings raus. Und haben, glaube ich, gemerkt, dass Wanting keine Wirkung hat. Ja, und ich bin so gut wie hin. Ich bin hin. Epinico, mach ihn fertig, cut ihn! Vergesst das, Leute. Aber, wisst ihr was, ich bei einem Kampf immer so nehmen das hin, dass wir ein bisschen Geld verloren haben. Ja, trainieren noch kurz, nicht viel. Ich schätze mal, alle Level 12 sollte reichen. Gehen dafür hier hin. Feuer. Schauen mal, was Erde so gegen Beast macht. Earth gegen Beast. Nicht sehr effektiv. Wird dann gleich aufgeschrieben. So. Nicht sehr effektiv. Earth auf Beast. So. Weiter hier. So, ja, Earth auf Flying. Hat das überhaupt eine Wirkung? Ja, keine Wirkung. Okay, muss ich dann eine neue Tabelle öffnen mit keiner Wirkung? Keine Wirkung. So. Keine Wirkung. Earth auf Flying. Habe ich mir schon fast gedacht, dass irgendwie Boden auf Flug nicht treffen wird. Aber man weiß ja nie. Denn, ja, Feuer gegen Beast ist ja auch sehr effektiv. So, komm.
Dann machen wir den Arena halt im nächsten Part. Oder ne. Wisst ihr was? Ich trainiere jetzt noch kurz, mache einen kurzen Cut und wir sehen uns dann gleich beim Arena-Kampf. So, wieder zurück. Hier bei, wie auch immer sie jetzt hier heißt. Roxanne oder Loxanne, ich habe es nicht gelesen, aber ja, wir haben Aurora-Strahl gelernt. Eisattacke hilft uns aber gegen Beast, habe ich schon getestet, ist normal. Ja, der hat Quick Attack. Furienschlag, sein Ernst. Hey. Wollen wir hier, ja, mit Flying durchzukommen? Nein. Der cuttet mich weg. So, und jetzt Feuer frei. So. One Hit, okay. Fake Out. Dann verwirren. Ah, und ich habe die falsche Taktik. Hatte das eine Wirkung? Ja, okay, es hat noch nicht ge. Ah, und wir haben etwas gestohlen. Und zwar sehen wir das nicht mal. Hätte ich jetzt gerne gewusst, was ich da gestohlen habe. Ah, Citrusbeere. Die könnte mir jetzt den Sieg gebracht haben, wenn mich dieses Ding hier jetzt nicht one-hittet. Nein, es one-hittet. Es kommt aus seiner. Nee. Nee. Einfach laden. Das lasse ich nicht, damit jetzt nicht so. Ja, schwäche erstmal meine Verteidigung, damit du mich mit einem Furienschlag one-hitten kannst. Hier wahrscheinlich. One-hitte vielleicht bitte nicht jedes Vieh von mir. Wäre sehr nett. Bitte. Nein, bleib drin und so, wenn das Feuer jetzt nicht reicht, es burnt. Dann habe ich Dex Gaming raus. Machen Fake Out. Nein, du bleibst drin. Machst noch ein Fake Out. Ach so, bah, das fällt ja zweimal hintereinander. Ah. Es trifft ja nur, wenn man da reinkommt. Dann brauche ich auf jeden Fall das. Hätte diese Beere gebraucht, die sie hat. Weil jetzt kann sie sich heilen. Ja, und jetzt habe ich keine Chance mehr. So, dann das Ganze nochmal. Wir babbeln hier einmal. Holen den Crit raus, was nichts bringt, weil er auch einen Crit raushaut. Dann hau dann Nasrin raus. Gehe ich mal auf
Wien. Probieren wir mal diese Taktik. Ja, natürlich landet der einen Crit, ist klar. Was denn sonst? Danke, ich hab's überlebt. So, ja. Was ich jetzt machen muss, ich muss Dex Gaming reinholen. Erstmal einen Fakeout. Da muss ich ihn verwirren. Und dann darf er jetzt nicht treffen. Er trifft aber. Ach, Menno. Ja. Teilt er sich mit seiner Beere und gewinnt das Ganze. Ja, jetzt kommt drauf an, was mein Feuer noch anrichtet. Es burnt! Es burnt! Sieg! Sieg! Leute, Leute, wir haben es doch noch gepackt. So, Roxanne. Was auch immer dieses Rock Tom für einen Typ hat. Schätz mal, Beast. Earth, okay, Boden. Hat er eine 90-prozentige Trefferquote? Kann das überhaupt wer? Nee, war eh klar. Wieso sollte es einer können? Ja, get out of my way. So, dann gehen wir jetzt in. Heilen uns. Freuen uns, dass wir den ersten Orden haben. Und dann war's das für diesen. Nee, kommt. Es ist Pokémon, da kann man ruhig 30 Minuten machen. Da kann man locker 30 Minuten. Da machen wir einen 30 Minuten Part, sicherlich. Werden ab jetzt alle Pokémon Parts 30 Minuten. So, das sieht mir nach Wasser aus. Holen wir mal Eis. Probieren wir mal Wasser. Sehr effektiv, okay, ist doch kein Wasser. Was auch immer das war. Hätte jetzt stark mit einem Wasser-Pokémon gerechnet, so wie das aussah. Das ist Fixwasser, das weiß ich. Da gehen wir auf Anime Lover. Denn der hat eine Windattacke. Und Wind ist bekanntlich sehr effektiv gegen Wasser. Warum auch immer. So, und dann haben wir Dark. Da habe ich herausgefunden, dass Steel sehr wichtig und Dark ist. Und Steel kann bei mir wer? Ich meine Nintendo Player. Nein. Wollen wir Earth? Oh. Das wollte ich, das falsche Earth. Machen wir einfach Feuer. Burnen es und es regt nicht. Tackle, ne? Ich dachte, Tackle misst bei 95% wieder mal. Ne, seine Attacke hat gemisst sogar. So. Wer kann dann bei mir? Ach so, habe ich gar nicht mit, habe ich weggegeben. Das CN Star war das. Das die konnte. Eis gegen Flug? Ja, Crit und Servitiv, danke. Können wir das noch hier eintragen? Warte, bin ich ja richtig bei Servitiv, ja. Eis auf Flying. Perfekt. So. Gehen wir noch die zwei hier. In dem schönen Doppelkampf. Und schon wieder dieses Vieh, das mag ich jetzt nicht mehr. Trifft Earth beide ja.
Ja, es gibt beide Initiativen. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es beide trifft, nicht unbedingt einsetzen. Ah ja. Trifft wenigstens beide, gut zu wissen. Und beide tot. Und Nintendo Player ist auch fast im Arsch. So, beide hin. Perfekt. So, du müsst auch noch kämpfen, okay. Bubble. Was auch immer das für ein Vieh ist. Das sieht aus wie ein Kaputt, ja, ein Kaputops. Ah, ein Kaputo. Freundlich so. Oder ein eingehülltes. Na, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie das heißt. So, dann cutten wir uns hier mal durch. Ach, wir haben. Lassen wir mal Marv Mario und Dex Gaming ein bisschen leveln. So. Dürfen die auch mal ran? Stomp geht nicht auf beide. Schade. Machen wir eine Quick Attack und einen Fake Out. Das war in der Hinsicht sogar sehr effektiv. So, dann gucken wir mal, ob der ein. Ja. Oh, ein Nugget. Sehr gut. Quick Attack und Wanting. Hier haben sehr viele anscheinend ein Item. Achso, ja, ich kann hier kein Item stehlen, wenn ich eins habe. Das ist natürlich blöde. Warte mal. Das war nicht sehr effektiv, dann probieren wir es so. Probieren hier beide Gegner mal zu verwirren. Und da war Beast mal sehr effektiv gegen dieses Vieh, was auch immer das für eins ist. So, mal eine Quick Attack da. Ne, 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 falsch, falsch. Ein Stomp da. Ein Wanting da. Oh, perfekt, es ist paralysiert und verwirrt, aber. Es heilt sich selbst. Ha, ja, nach dem Kampf beende ich aber jetzt wirklich den Part. Dann reicht's für diesen. Würde ich da mal sagen. Ja, ich verletze mich auch selbst. Ich kann's wieder. Skiller. Noch mehr Leech Seed. Es war sogar ein Crit und es stirbt nicht. So. Dann kommt halt der Anime-Lover und killt halt. Perfekt. Nicht sehr effektiv. Oh-oh. Yoshi? Aerobeam. Ah, perfekt. Aerobeam ist effektiv. Und jetzt dann so schnell wie möglich zurück, wenn ich könnte. Überlebt das, Leute. Überlebt das. Dann wird hier sogar noch LP Nico gelevelt. Tackle Mist. Tackle Mist bei 95%. Das gibt es nicht. Ach, musste das sein? Unnötiger Mist bei 95%. Dann auch noch an so einem wichtigen Zeitpunkt. So, da sind nur noch zwei
Gegner, die packe ich jetzt aber nicht mehr. Die merken wir uns auf jeden Fall für den nächsten Part. Pineapple-Berries und Chesto-Berries. So, dann hoppeln wir zurück. Zurück, zurück, zurück. Deine Devonbahn habe ich noch nicht. Ich brauche das Pokémon Center. So, das war's für diesen Part. Also, bis dann und Wiedersehen. So, kommen wir zur Endcard. Links in grüner Schrift könnt ihr nochmal zum vorherigen Part. In der Mitte in blauer Schrift könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und rechts in roter Schrift könnt ihr wie mich zum nächsten Part, sobald einer erscheint. Und wenn ihr auf Black Shadow Drybones klickt, könnt ihr zu meinem Zweitkanal, in dem ich Real-Life-Videos drehe. Und ja, schaut mal vorbei, wenn es euch gefällt. Und ja, ich bin einer von Team Drybones. You cannot kill what is already death.